Volkswagen will bis 2030 rund 15 Millionen Elektromodelle verkaufen. Ein wichtiges Modell für die Strategie ist der ab 2022 in Emden gefertigte ID Entry. Ein kleines SUV in der Größe des T-Cross, aber ebenfalls auf Basis des MEB. Der wohl ID2 und mit Allrad ID2 Cross genannte Mini profitiert natürlich auch von den technischen Rahmenbedingungen der Elektroplattform. Außen kaum größer als ein Polo, soll er beim Platzangebot auf das Niveau des heutigen Tiguan kommen. 400 Kilometer Reichweite für rund 18.000 Euro soll das SUV massentauglich machen. Und dann gibt es ja noch die Allianz mit Ford. Der Nachfolger des Amarok wird ab 2021 auf dem nächsten Ford Ranger basieren und sich optisch wohl nur an der für die Amis gedachten Studie Atlas Tarnuoq orientieren. Insider schwärmen bereits von der feinfühligen Lenkung und dem sauber abgestimmten Fahrwerk des Gemeinschaftspickups.